Willkommen zum neuen Video. Heute geht es um unsere Räder. Eigentlich haben wir zuerst gedacht, wir verbauen die wieder. Aber wie ihr hier vielleicht seht, sind die nicht mehr ganz taufrisch. Darum schauen wir heute mal, was wir schönes hier haben und suchen uns die entsprechenden Teile aus. Wie ihr sicher wisst, gehen wir immer sehr sorgfältig mit unseren Pneus um. Darum gehen wir heute gerade auch auf die Suche nach neuen Pneus für unsere neuen Felgen. Darum gehen wir jetzt direkt mal ins Lager und suchen uns etwas Geiles aus. Hier haben wir mal etwas Schönes. Ist aber nicht ganz unsere Farbe, also leider auch nicht. Da wäre ja, 19 Zoll. Ist ein bisschen gross, wir brauchen 17 Zoll. Hey Jungs! Felgering, wissen die, wo die sind? Oder will ich die für das Projekt denken? Ich glaube, für das jetzt können wir Holzfelgering nehmen. Oh. Das ist ein schönes Geschäft. Das ist ein 944. Was ist denn da? Meinst du, was ist da rein? Zeige ich noch nicht. Überraschung. Jetzt suchen wir die Speicher. Marvin, weißt du, wo die Speicher sind? Luca, ich bin am Arbeiten. Ich habe keine Zeit für deinen scheiß YouTube-Kacke. Ich will weitermachen. Dami. Ich kann nicht mehr brauchen, die Leute. Ich kann einfach nicht mehr brauchen. Eingestellt falsch, Roger. Schläuche, Roger. Immens wichtig für eine gute Funktionierung. Macht der andere da wieder, Kopfdummy. Ja, komm. Jetzt kommen wir in meine Lieblingsabteilung vom ganzen Lager, in die Pneuabteilung. Der eine oder andere Pneu ist da und jetzt würde ich sagen, schauen wir da mal ein bisschen um, was wir für eine schöne Auswahl haben und was wir dann auch auslesen. Ich glaube, da in dem Gestell könnte es etwas haben. 2,5x17, Mischle. Was meinst du zu dem, Roger? Geil, das ist gut. Ist das eine gute Sache? Ja, der hebt sicher gut auf der Straße. Können wir in die Bögen wie junge Rehli, du. Gut, überredet, nehmen wir. Zweimal. Voilà. Also falls du noch Fett brauchst, 4,5 Kilo hätten wir noch im Lager. Wir brauchen Artikelnummer 20676. Einmal wäre es wieder schön gewesen, wenn beide da gewesen wären. Oh. Gefangen wie ein Profi, hä? Die neuen Teile haben wir jetzt schon zusammengesucht. Wir haben hier noch rechts Bagage momentan. Jetzt müssen wir zuerst mal Platz machen. Zuerst rühren wir jetzt mal die Felgen weg. Die hier brauchen wir auch nicht mehr. Voilà. Jetzt müssen wir noch schnell am Krieg sein Puff hier beseitigen. So, auf kommt Temmo. Jetzt brauchen wir aber noch neue Teile. Die holen wir jetzt gerade auch noch. Schön. Können wir loslassen. Die Teile sind jetzt alle parat. Was wir jetzt noch brauchen, ist unser heutiger Spezialgast. Der hilft uns, um unsere Speicherfelgen hier schön zusammenzubauen und auszurichten. Ich würde sagen, den holen wir gerade mal schnell. Köbi, schön bist du hier. Luca, freut mich riesig. Du unterstützt uns hier bei unserem Projekt. Willst du dich mal noch vorstellen? Anni, sehr gerne, problemlos. Köbi, mich kennt man ein bisschen in der Szene, wer in den letzten Jahren ein Rundfahrten gemacht hat. Ich schraube, seit ich 10-jährig bin. Und haben wir in den letzten Jahren vor allem eben auch das ganze Know-how rund um die Speicher und die Speicherrädchen angeeignet, sodass ich heute Unterstützung leisten kann, wie wir da die Rädchen erstellen. Dann würde ich sagen, fangen wir gerade an. Luca, du könntest eigentlich jetzt wieder weiterlegen. Die Frage ist, wie tust du schnippen? Wie geht das? Ganz einfach. Also wirklich nur zack und dann ist weg. Hä? Hat genützt. Gut, ich nehme jetzt hier die wunderschönen Moffakult-Teile zur Hand. Wir fangen hier mit dem Vorderrad. Wir haben eine wunderbare Narbe. Dazu Felgenring und die entsprechenden Speichen. 185. Passt bei dem Ring perfekt. Das wär's schon. Können wir das echt gerade nehmen? Ich würde das hier am Boden machen. Deshalb wird das eigentlich hier ausgeführt. Sehr gut. Zuerst Bremsadapter oben abnehmen.
Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt all die Speichen hier in die Narbe einsetzen. Warum ich am Boden hocke, fragen mich nicht. Ich mache es einfach immer so. Würde ich sagen, geben wir Gas. Ich lasse einfach los. Ist gut. Wir haben die beiden Rädchen einspeichern. Das zweite da hinten, das Hinterrad habe ich auch gemacht. Wir haben immer dreifach gekreuzt. Ein über die geht es, über die geht es und über die geht es. Also, dann würde ich sagen, tun wir gerade mal eins von diesen schönen Rädchen in den Zentrierbock, damit wir hier einmal anfangen zu zentrieren. Jetzt haben wir alle eingeschraubt, alle Nippel sind gleich weit drin, sind alle genau gleich viel vorgespannt. Jetzt können wir schon mal schauen, schnell durchkontrollieren. Und jetzt können wir bereits schauen auf die Höhe. Höhenschlag ist eigentlich keiner mehr sichtbar, außer an der Stelle, wo der Ring geschweißt ist. Jetzt haben wir eigentlich den Rundlauf, den wir wollen. Wir haben keinen Seitenschlag mehr. In der Höhe ist es okay, außer dort, wo es geschweißt ist. Wir machen hier den Test. Wie fest sind sie gespannt? Es muss wehtun beim Zusammendrücken. Die Speichen müsst ihr einschneiden in der Hand. Sonst ist es da locker und dann ist es auch nichts für die Männer. Also da haben wir Stabilität. Da kann man die Scheibenbremse auch nutzen. Und falls dann das Töffli auch ein bisschen schneller würde laufen, per Zufall als Original, haben wir immer noch eine gefreute, vor allem stabile Sache. Jetzt würde ich sagen, haben wir das geschafft. Tipptopp, jetzt läuft's. Röbi, funktioniert's? Sehr, sehr. Schau jetzt, jetzt sind wir da eigentlich fertig. Wunderbar. Alles schön gespannt, gute Festigkeit. Vor allem einen schönen Klang. Es muss schön tönen, es muss schön klingen für auf die Weihnacht, oder? Also Luca, da hast du dein Rädchen. Wunderbar. Tipptopp, fertig. Gefährliche Sache, Köbi. Danke vielmals. Gerne, Luca. Sehr schön. Wenn ihr einmal ein Rädchen zum Einspeichern habt, unten, der oberste Link, Köbi seine Webseite, könnt ihr ihn gerne anfragen. Ihr seht, er macht top Arbeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, schreibt in die Kommentare rein, wann ihr die nächsten Videos noch gerne sehen würdet. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit euch. Macht's gut und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen. Ciao zusammen.